An der Kastropper Straße in Recklinghausen ist es zu einem Feuer gekommen. Die Feuerwehr Recklinghausen wurde zu einem Brandeinsatz mit dem Stichwort Landwirtschaft um 17.02 Uhr alarmiert. Es stellte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte so dar, dass mehrere Strohballen brannten, die zusammen auf einem Feld gelagert waren. Angrenzend ist ein Wohnhaus, welches wir jetzt schützen durch drei C-Rohre insgesamt. Auch von der anderen Seite wird der Brand bekämpft, der zum Teil auch mit Schaum bekämpft werden musste. Das THW wurde eingesetzt, um den Haufen ein wenig auseinanderzuziehen, sowie ein Radlader von KSR Recklinghausen. Im Moment sind ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Löschzüge Altstadt, Ost, Süd und Speckhorn sind im Einsatz, sowie die Hauptwache. Und vom Technischen Hilfswerk werden jetzt auch noch weitere Kräfte erwartet. Der Löschzug Süderwich hat ein Jubiläum, stellt jetzt den Grundschutz sicher. Deshalb sind die anderen Löschzüge alarmiert worden. Dieser Einsatz wird noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Der ganze Haufen muss auseinandergezogen werden, die Glutnester einzeln abgelöscht werden, sodass ich noch mit einer Einsatzdauer von mehreren Stunden hier rechnen werde.